Ja, hallo zusammen. Heute begrüße ich euch aus meinem Atelier und nicht auf der kleinen Fläche, auf der ich normalerweise male. Das hängt mit dem Künstler zusammen. Gary Comerin, ein New Yorker Maler, Abstraktmaler, der übrigens auch noch lebt. Deswegen werde ich heute ein Bild malen, das nicht original von ihm ist. Ja, warum heute aus dem Atelier? Weil ich einfach die Größe brauche. Der malt kleine Bilder und selbst wenn ich es versuchen würde nachzumachen, im Kleinformat wirkt es einfach nicht. Klar, bei euch am Bildschirm hat es immer die gleiche Größe, aber für mich vom Malen her ist es ein ganz anderer Prozess. Was macht denn besonders, warum habe ich mir den ausgesucht? Die Bilder von dem finde ich total spannend von den Farben her, die total leuchten, intensiv sind, in der Kombination mit zum Teil kindlichen Zeichnungen. Ich habe mal kurz probiert, das mit der rechten Hand zu machen, bin Rechtshänder und ich habe es nicht hingekriegt und dann kam ich auf die Idee, Moment, mal doch mal mit links, weil die rechte Gehirnhälfte steuert die linke Hand und die ist es einfach nicht gewohnt zu zeichnen, zu schreiben und siehe da, ich konnte tatsächlich mit links auch diese naiven Kritzeleien sehr gut hinbekommen. Also nur ein Tipp für euch, wenn ihr sowas mal machen wollt. Also ich werde jetzt verschiedene Farben kombinieren mit ein bisschen Kritzeleien und dann schauen wir mal, ob was rauskommt. Schauen wir mal, was rauskommt, sage ich jetzt ganz bewusst, weil eine der Grundlagen von Comerin ist, unbewusst zu malen. Also ich habe da mal Schwierigkeiten damit. Es gibt einen anderen abstrakten Ansatz von Nicholas Wilton, also auch ein ganz großes Vorbild von mir, der zwar auch ungeplant, aber mit bestimmten künstlerischen Strukturen, Regelwerken dran geht und das, also ich merke, dass mir das einfacher fällt. Also einfach nur so zu malen, finde ich wirklich sehr, sehr schwer für mich. Wer das kann, dem kann ich nur gratulieren, der hat einen guten Zugang zu dem Teil seines Gehirns, sind keine Sperren oder inneren Sensoren. Und bei mir ist es halt so, ich bin jetzt zwar kein Perfektionist, aber trotzdem gibt es ja halt diesen inneren Sensor. Also ich versuche das jetzt mal hinzukriegen. Vom Grundsatz her, was mir heute aufgefallen ist, er hat oft einfarbige oder höchstens zweifarbige Untergründe, auf die er dann nochmal Strukturen aufbringt, die er häufig ganz in die Ecke reinschiebt. Schaut euch mal die Bilder von ihm an, dann werdet ihr das erkennen. Und er hat relativ viel freie Fläche, wo er eigentlich gar nichts macht. Trotzdem passiert da was, das ist relativ spannend, weil er die Farben halt nicht einheitlich aufträgt. Und das liegt auch daran, er nimmt andere Materialien als ich. Ich nehme jetzt ganz normale Acrylfarbe auf Leinwand, er verwendet gar keine Leinwände, sondern irgendwie Industrieplan und arbeitet dann eben tatsächlich mit Haus, mit Wandfarbe, mit Latexfarbe. Das tue ich mir jetzt nicht an, das ist eine ziemliche Sauerei. Und ja, vermischt diese Latexfarben dann nur mit Strukturpasten und Wasser und alles Mögliche. Und ja, wie ich finde, mit großem Erfolg. Okay, ich werde heute gar nicht so viel erklären, sondern einfach mal malen. Ich nehme euch mal mit, ihr könnt es zuschauen und vielleicht sage ich am Schluss noch was oder ich werde im Nachhinein noch mal ein paar Texte einblenden, weil mich das echt stören würde, wenn ich jetzt während des Malens erklären müsste. Das würde mich dann halt aus diesem Malprozess immer wieder rausreißen. Okay, also auf geht's. Schauen wir mal, was passiert. So, das ist das Ergebnis vom ersten Schritt. Wie ihr vielleicht sehen könnt, habe ich hier noch ein bisschen Alkohol drauf gesprüht. Dadurch sind ja ganz interessante Effekte entstanden. Und zwar war das anfangs gar nicht sichtbar, weil die Farbe schon ein bisschen angetrocknet war. Und dann bin ich mit einem feuchten Pinsel drüber gegangen und dann sind interessanterweise diese ganzen super spannenden Bläschen und Blasen entstanden. Okay. Eigentlich ist es schon immer Comerin, das geht jetzt schon in eine andere Richtung, wahrscheinlich eher Gerda Lipsky. Jetzt ist das Problem, welche Farbe nehme ich denn jetzt? Ich bräuchte nämlich jetzt Farben, die deckend sind. Wenn ich transparentes Rot zum Beispiel nehme, dann wird es leicht bräunlich werden.
Geld bringt eh nichts, weil es deckt das Grün halt nicht ab. Ich bin jetzt noch nicht so ganz sicher. Ich habe mir mal drei Farben ausgesucht, die teste ich jetzt hier mal. Und dabei nehme ich euch wieder mit. So, bevor wir jetzt richtig ins Detail gehen, zeige ich euch das nochmal aus einem anderen Winkel. Was mich vor allen Dingen überrascht hat, ist diese blaue Farbe, die richtig gut rauskommt. Ihr seht, ich habe hier ein bisschen mit Wasser nochmal gearbeitet, hat lustigerweise genau drei Striche gegeben und die sind hier unten reingelaufen und haben hier total interessanten Effekt ergeben. Ja, hier, da ist nicht so viel passiert, das ist mir aber ganz lieb so. Das ganze Bild ist jetzt aktuell so ein ganz klein wenig rechtslastig. Ich blende gleich nochmal ein Foto ein, wo ihr es ganz sehen könnt. Ich werde jetzt nur figürlich eher so im linken Bereich arbeiten. Ja, ich habe jetzt hier mit den Ölkreiden drauf rumgezeichnet und es war katastrophal. Es hat relativ wenig mit Gary Cobberin zu tun gehabt und da bin ich halt entgegen dem, was ich euch vorher gesagt habe, auf die Idee gekommen, nochmal mit Acryl drüber zu gehen. Und jetzt zeige ich euch, was dann eben passiert. Ihr seht, überall da, wo das Öl ist, löst sich die Farbe total einfach wieder ab. Ja, das ist natürlich jetzt ein bisschen schade, weil dieser tolle Hintergrund verloren gegangen ist durch meine Aktion. Ich werde aber versuchen, das zu retten. Und zwar nehme ich einfach Ölfarben. Die halten ja auf Acryl, habe ich vorhin ja gesagt. Und die halten natürlich auch auf den Ölpastellen. Und damit müsste das Problem dann gelöst sein. Und dann kann ich auf der Ölfarbe, wenn die trocken ist, nochmal mit den Pastellen Figuren zeichnen. Auf geht's! So, was ihr hier gut sehen könnt, ist, wenn die Ölfarben mit verdünnt werden, dass die dann so halbdeckend sind. Ich kann sie jetzt leider nicht dick auftragen, weil bei den Ölfarben gilt halt die Regel Fett auf dünn. Also wenn ich jetzt mit dicken Ölfarben arbeite, dann platzen mir die auf und reißen dann. Auch wenn es ein abstraktes Bild ist, möchte ich das jetzt nicht. Ihr seht, hier sind es sehr dezente Farben und da werde ich jetzt noch ein bisschen reinarbeiten und so ein bisschen diese Zeichnungen, die ich ursprünglich machen wollte, hier versuchen nochmal zu ergänzen und die Farben mal etwas kräftiger zu gestalten. So, hier könnt ihr, ich hoffe, ihr könnt es erkennen, ich kann hingehen und kann die Ölfarben mit Druck ineinander verblenden. Also jetzt hier die Ölpastelle mit den Ölfarben, die ich hier schon aufgetragen habe. Und das Minuten, nachdem ich die Farben aufgetragen habe, das ist halt ein Vorteil von den Ölfarben, dass die halt nicht so schnell trocken werden. Das kann ich ja nur Tage später machen, da können die immer noch ineinander verblenden. Also kann man das Bild nochmal anschauen und dann sagen, ach, das gefällt mir nicht. Ich möchte noch eine andere Farbe drin haben und gehe dann hin und, keine Ahnung, mache hier halt nur Weiß rein. Ja, also ich finde, das war jetzt schon mal eine ganz gute Annäherung an den Stil von Cobberin. Also ich habe jetzt viele Elemente hier eingebaut, die ihr halt auch verwendet. Kindliche Zeichnungen, fließende Farben, unterschiedlich große Farbflächen gleicher Farbe, die zum Teil eingerahmt sind.
Das heißt, ich habe jetzt ein abstraktes Bild gemalt, wo man immer sagt, ja, du musst aus dem Gefühl raus. Ich habe natürlich logisch jetzt zum Teil wenig nachgedacht. Trotzdem bin ich in einer gewissen Weise planerisch vorgegangen, weil ich ja diesen Stil euch zeigen wollte. Und mit dem Ergebnis bin ich eigentlich ganz zufrieden, muss ich sagen, für die kurze Zeit. Sicherlich kann man hier noch ein paar Sachen mehr machen. Vor allen Dingen kann ich hier nochmal mit anderen Farben drüber gehen, in Schichten wieder arbeiten, in dem Fall natürlich jetzt nur mit Ölfarben. Finde ich aber jetzt ganz spannend und ich überlege mir das auch, ob ich das tatsächlich machen werde. In Schichten arbeiten, da empfehle ich euch übrigens mein Bild Abstrakte Blüten. Verlinke ich hier irgendwo, könnt ihr euch dann auch mal angucken. Ja, ich hoffe, dass es eine Anregung für euch ist, mal was Neues auszuprobieren. Einfach mal so als Spaß und nicht mit dem Zwang, ein perfektes Bild malen zu müssen. Und dabei wünsche ich euch wie immer viel Spaß. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Tschüss.